Also ich bin der Marokuti Steff, Parkdesigner für Q-Parks, 32 Jahre alt und jetzt seit 10 Jahren ungefähr im Bulli unterwegs. Das war unbeliebt damals. Wenn man sich so vorstellt, dass man beim schönen Wetter da in der Maschine sitzen muss und fahren muss, während seine Freund da Bauern gehen können. Ich wollte das gar nicht machen am Anfang. Und bin dann da ein bisschen reingerutscht und das hat mir so sehr taugt, dass ich seitdem eigentlich gar nichts anderes mehr machen will. Es hat sich viel entwickelt in letzter Zeit und ich muss sagen, so die letzten 5 Jahre ist das für mich richtig professionell geworden, auf einem Level, wo man halt sagen kann, da geht was weiter. Nachdem ich schon das zweite Jahr in Sölden bin und mit den Bergbahnen schon eine Saison zusammengearbeitet habe, die Zusammenarbeit ist eigentlich sehr gut. Am Anfang ist natürlich immer ein bisschen Kennenlernen und taugt er was und er kommt von außerhalb und sitzt auf einmal selber in der Maschine. Man merkt schon in Sölden, die machen viel. Wir haben in Sölden jetzt unsere 2 Freestyle-Anlagen, das ist der Funpark, der jetzt so Medium bis Large Gräs hat, sage ich mal, also so nach Q-Parks Maßstäben. Wir haben ungefähr 30, 35 Obstacles im Park. Wir haben die Funslope eben, der jetzt ungefähr 20, 25 Obstacles hat. Und dann haben wir noch 3 Anlagen dabei, die wir maschinell mitbetreuen. Ein Funslope ist so ein eher familiäres Produkt auf dem Freestyle-Sektor. Ist nicht so extrem wie diese großen Kicker im Funpark und die Rails. Das ist vielleicht, kann man sagen, ein Bordercross für die Allgemeinheit mit einem hohen Spaßfaktor und viel Entertainment da drinnen. In der Funslope kann es schon mal eng zugehen und da gibt es halt Stellen, wo man sich zwischen viel Zäunen und Netzen durchdirigieren muss. Es gibt ein paar Features, die für den Park entwickelt worden sind, aber die in der Funslope natürlich auch entsprechend super sind, also zum Beispiel die Hebelsteuerung. Das bedeutet, man hat kein Lenkrad mehr, sondern diese Sticks zum Steuern. Mit denen kann man extrem präzise und feinfühlig fahren, weil man direkt die Ketten anspricht. Jetzt tue ich mir sehr leicht, bei engen Kurven herumzufahren und gerade bei der Schnecke, wo ich genau die Breite von der Maschine habe und durch eine enge Kurve fahren muss gleichzeitig. Bei vielen Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen, wie wir es bei Schubarbeiten haben, im Funpark oder in der Funslope, wenn ich rückwärts zu Elementen hinfahren muss und rausfräsen oder mit dem Schüdel abziehen, backbladen muss, kann selber einfach stufenlos vorwärts, rückwärts fahren, regeln, ohne dass ich dazwischen stehen bleiben muss und vom Gas runtergehen muss. Und weil ich bei der Maschine mit der Hebelsteuerung den Motor konstant auf Drehzahl habe, kann ich meine Maschine, ohne dass ich wegrolle, kann ich da schon die Fräse einsetzen und somit fräst sie eben schon exakt nach den Elementen. Andere Sachen, die natürlich super sind mit der Parkblade, also das Schüdelfahren drauf. Ich kann wirklich enge Wellen machen, was ich mit einer normalen Maschine nicht so gut schaffe. Was auch geil ist, ich kann die Alpine Flex Fräse auf Starr stellen, also ich kann den Flex Lock reintun und mit einer normalen Maschine müsste die halt aussteigen. Hier kann ich es hydraulisch machen, ich kann einen Knopf drücken, meine Fräse ist starr und ich fräse gerade drüber. Ich merke es halt schon, das Snowboarden ist einfach geil, mir taugt das. Wenn, egal wie die Stimmung so ist, bist du mal miert oder so oder mal verkühlt oder es geht einfach nicht gut und ich gehe snowboarden und es ist geil. Mir taugt es, ich fühle mich besser nachher. Ich mache das halt wirklich noch gern, solange es die Knie mitspielen.